So ihr Lieben, auch wenn das Wetter heute nicht ganz so dolle ist, im Hintergrund seht ihr schon, Fliederblütensaison. Und wir machen uns wunderschönen Fliederblütensirup. Könnte Zungenbrecher werden. Frieda pflückt frischen Flieder oder so. Als erstes schnippeln wir uns mal ein paar Dolden ab. Also so für 1 Liter bräuchte da so 6 bis 8 Dolden. Das reicht aus. Viele schöne Sachen gibt es in meinem Garten. Ja, das ist extra ein Bienenbusch. Und hier haben wir Cocktailminze und ich habe die überall. Ich habe hinten ja auch mehrere Hochbeete. Das wird bei mir alle gepflanzt. Pfeilchen. Ich habe ganz viele essbare Pflanzen. Voriges Jahr gepflanzt. Hat schon eine Blüte. Die belassen wir ihm auch. Na, hier habe ich einen schönen cremefarbenen. Nee, der ist nie weiß oder so. Der ist wirklich cremefarben. Den habe ich auch selbst gezüchtet. Jetzt ist er so groß wie ich. Gut, was nicht wirklich groß ist, aber. Du bist die größte Pflanze hier. Kick mal. Hier sind meine anderen Fliederbüsche. Die sind alle sehr, 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 sehr hoch. So hoch darf ich meinen Kopf ja nicht drehen. Hinten im Garten geht es noch weiter mit den ganzen anderen. Wunderschön. Flieder. Wie gesagt, nur diesen dürft ihr nehmen. Nicht den Sommer. Flieder. Aber das habe ich euch ja beim Gelee schon erklärt. Und auch nur dieser blüht ja jetzt. Ja, so, und jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Wir zupfen jede Blüte einzeln ab. Ja. Weil das kann ansonsten auch gut für Kopfschmerzen sorgen. Gibt zwar viele. Die hauen das so rein mit Stiel und allem. Mache ich weder beim Gelee noch bei allem anderen, weil auch wie bei jeder Pflanze aus der Natur, zu viel ist auch immer nicht gut. Weil diese grünen Puppel da dürfen nicht dran sein. Das sind die, die so ein bisschen für Kopfschmerzen sorgen. Ich meine, die Blüten kommen ja nachher wieder raus. Beim Sirup ist das ja so, aber auch genauso wie beim Gelee. Die werden ja nachher durchgesiebt. Und gut ist es. Also noch ein paar geschlossen. Aber da der Regen so stark war und eigentlich schon braun geworden, darum dachte ich, fängst du mal schon an. Bevor du nachher keinen Flieder, keinen brauchbaren mehr findest, das wäre doof. Ja, und den Sirup, den könnt ihr nachher super. Also ich backe ja damit Torten und stelle damit mein eigenes Eis her. Wer hat denn bitte schon Fliedereis? Also von daher, auch wenn die mal so ein kleines bisschen braun sind, macht. Viel Spaß beim Zupfen. So, da ist er. Ich habe ihn auch noch mal ein bisschen unter Wasser abgespült. Viele sagen, ah, dann verliert er an Geschmack. Das ist totaler Quatsch. Ich mag bloß keine Käfer und sonst hier da drauf. Was Zitronenscheibchen braucht er noch? Ihr könnt auch Limetten nehmen. Bio bitte, weil die mit in Glas kommen. Ja, ein Tütchen Zitronensäure und 1 Liter Wasser. Das kochen wir jetzt zusammen auf. Den Zucker mit dem Wasser und die Zitronensäure drin. Wundert, warum da so viel Zucker drin kommt, das wird ja ein Sirup. Ja? Und den kochen wir jetzt hier so lange, bis er sich aufgelöst hat im Wasser, den Zucker. Der Zucker. Den Zucker. Ja. Alles wird gut. Hier habe ich sie schon mal in Gläschen gefüllt. Die Gläser kriegt er bei, wie heißt das? Langsam ist es bei mir auch soweit. Action und Co. Dann habe ich mir Tonkabohne. Ihr könnt aber auch Zimt nehmen. Ich bin aber so ein Tonkabohnen-Fan. Und habe mir, falls mal jemand noch nie gesehen hat, wie die aussehen, wie kleine rumpelige Backpflaumen. Da. Die mit der Raspel schön clean. Und davon macht ihr euch ein bisschen was drin. Sozusagen einen halben Teelöffel voll, das reicht. So. Und wenn ihr den schön aufgekocht habt, dann gießt ihr den einfach schön über euer Glas. Nicht über das Glas, sondern ins Glas. Über euren Flieder. Und dann wird der verschlossen und dann lasst ihr den schön 3 Tage ziehen. Seht, wenn er aufgekocht ist, wie schön klar der wieder wird. Ne? Also. So. Jetzt darf er stehen.
und sich ausruhen. So, ihr Lieben, unsere Fliederblüten haben jetzt lange genug abgejammelt. Jetzt nehmt ihr euch ein Haarsieb. Da unten natürlich ein Gefäß. Und dann nehme ich immer noch ein Stück Mullwindel, um die letzten Krümelchen rauszusieben. Kickt mal, so sieht er schon aus. Oh, ist das lecker. Ist das lecker? So. Jetzt gießt ihr das in euer Gefäß. Nein, ihr kleckert nicht. Nein. Ich habe ja noch nie gekleckert, oder? Nein. So, wenn ihr dann euer Klebechaos beseitigt habt, füllt ihr euren wunderschönen Fliederblütensirup in Flaschen. Ich hab nie gekleckert, ihr habt nichts gesehen. Ich klecker schon mal da. Könnt ihr einen Trichter nehmen. Wäre ja Quatsch, ich hab ja genug. Aber. Den könnt ihr dann über den ganzen Sommer lecker trinken. Ein bisschen Mineralwasser dazu oder normales Wasser dazu. Oder in einem Sekt drin. Der hält ewig. Ihr habt nicht gesehen, damit ich eben wieder daneben gekippt habe, oder? Habt ihr nicht gesehen? So. Schön verschließen. Und dann ab im Kühlschrank. So sieht er denn aus. Der wunderschöne Fliedersirup. Mit Tonkabohne. Mega lecker.